Sag mal, Fail, wie sieht das eigentlich aus, wenn du jetzt mitspielst bei uns, ne? Jawohl. Fällt das nicht irgendwie dann auf, so bei gewissen Personen in deinem näheren Umfeld? Die das. Ja, doch, ich weiß nicht, wie ich das meiner Freundin beibringen soll, dass ich Landwirtschaftssimulator spiele. Mach's doch einfach jetzt auf dem Stream. Entschuldige dich doch jetzt mal vorab bei ihr. Ja, ich glaube, ich gehe schick mit dir essen, dann funktioniert das auch. Herzlich willkommen zurück. Let's Multiplayer ist mal wieder auf Two Rivers unterwegs. Und da ist auch schon der erste neue Mann, der Really Fail, alias Tim. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Und dann haben wir noch Charlie ist dabei. Moin, moin. Und wer ist denn noch dabei? Warte mal, haben wir noch den Marvin, der ewig nicht mehr da war? Jo, hallo. Ja. Freut uns ja auch, dass du mal wieder da bist. Dann haben wir noch den Waldmeister. Moin. Man könnte auch wirklich denken, ihr beide seid Gebrüder, ne? Geschwister, ne? Naja, egal. Warum? Ja, das erkläre ich gleich nochmal auf. Und wir haben noch den Shadow Ghost, der ist auch noch da. Grüezi. Mit Ricola, mit besten Kreuzern aus der Schweiz. Ja, der Schweizer ist heute nicht da. Ja. Wenn der gleich wiederkommt, gell? Ja, das stimmt. Das könnte sein, dass der noch wieder auftaucht. Ja, wir spielen ein bisschen auf Two Rivers nochmal wieder ein bisschen weiter. Und ja, Marvin und Waldmeister sind irgendwie verwandelt, haben wir immer so das Gefühl, ne? Weil eure Stimmlagen sind ähnlich. Wenn ihr beide gleichzeitig sprechen würdet, ich könnte euch nicht auseinanderhalten. Aber du hast Weizen und das hier ist Gerste. Ja, Ja, ach nee, das ist ist mir auch Raps. gerade irgendwie Das ist Raps. aufgefallen, Okay. Ist auch falsch. dass ich hier was geladen habe, nur ich kann irgendwie nicht sehen, was ich geladen habe. Passt, Weizen. Stimmt, steht auch oben links an der Seite dran. Lies doch einfach mal oben links die an. Was ist das für ein Feld? Das ist 18 Uhr. Das ist 18 Nee, Uhr. das Feld. Also Flo Raps. kannst du jetzt mittlerweile schon erkennen. Raps. Der Ja. denkt schon dran. Ich denke schon dran, ja. Sag mal, Fail, wie sieht das eigentlich aus, wenn du jetzt mitspielst bei uns, ne? Jawohl. Fällt das nicht irgendwie dann auf, so bei gewissen Personen in deinem näheren Umfeld? Die das. Ja, doch, ich weiß nicht, wie ich das meiner Freundin beibringen soll, dass ich Landwirtschaftssimulator spiele. Mach's doch einfach jetzt auf dem Stream. Entschuldige dich doch jetzt mal vorab bei ihr. Ja, ich glaube, ich gehe schick mit dir essen, dann funktioniert das auch. Was, du schiebst die ersten? Oh, er geht mit ihr Schick schick essen! essen, Ach ja. so! Ah. Genau, schick essen. Dann bringe ich ihr das auch schonend bei. Aber McDonald's ist nicht schick essen, ne? Nee, schon was teurer. Schon was teurer. Also wir waren heute in einem teuren China-Restaurant. Ja, gab's da Katze? Leider nein. Oh. Dafür waren wir nicht in Asien. Ja. Oh, noch Ja, ein cool. normales Hotdog. Ich mein, wir haben ja jetzt zumindest Valentinstag, beziehungsweise der Valentinstag liegt kurz hinter uns, zumindest wenn wir jetzt das Video mit dem Video fertig sind hier. Und es gibt ja auch einige Personen, die hier mitspielen. Wo ist er denn jetzt? Warte mal. Wo läuft er denn rum? Ach, da hinten ist er. Warte mal, ich fahre mal kurz rückwärts ein Stück. Damit wir ihm nochmal ein Bild haben. Moment. Moment. Noch ein Stück zurück. Ein Nein. Stück zurück. Da steht er. Hallo Charlie. Hi. Hast du nicht was vergessen heute? Bestimmt. Ja. Ja, ist auch nicht so wild. Kann ja mal passieren. Ja. So. Aus Versehen, versehentlich. Ne? So, was machen Ja, ein wir? bisschen. Bisschen, ja. Haben wir irgendwo nicht einen Ballensammelwagen? Beziehungsweise nicht einen Ballensammelwagen, sondern wir. Sammelwagen haben wir. Ja. Ja. Dann klemm ihn noch mal einer, oder ich klemm ihn dran und sammle ein bisschen Stroh auf. Jetzt zu Waldmann. Gibt es überhaupt noch einen Trecker für Charlie?
Nee, ist keiner mehr da. Da ist aber noch ein Mähdrescher. Feld 18, bitte. Charlie, möchtest du dreschen oder soll ich dreschen heute mal? Ach, ich dresch ruhig. Aber du kannst doch den Großen nehmen, oder? Charlie, bitte, ich bin der ist schon oben. Scheiße, ey. Oh, der arme Charlie, ey. Naja. Boah, gibt's Schlimmeres. Okay, ja, jetzt habe ich einen Weg zurückgefunden. Zum Beispiel gewisse Tage im Jahr vergessen. Ja, das ist wesentlich schlimmer. Aber ist ja nicht so wild, ich hab mit meiner Freundin auch nichts gemacht. Irgendwie spinnt meine Minimap. Echt? Ja. Wo ist denn der, warte mal, wo ist denn der Sammelwagen? Was ist nicht der, nee, das ist noch nicht. Der ist hier bei mir. Ach, da ist er. Bei mir außerhalb der Map. Also ich bin nicht mal mehr auf meiner eigenen Map drauf, so wie ich das, richtig sehe. Weil Karte zu dünn ab. Boing. So. Oh, jetzt häng ich fest hier, shit. Hab schon wieder eine Flo gebaut hier. Mist. Hab ich schon erzählt, dass ich mir Charlies Arma 3 Blitzer Video angeguckt habe, fand ich sehr unterhaltsam. Schön, das freut mich. Arma 3 Blitzer Video. Blitzer, ein Blitzer. Ach so. Du kannst ja bei Arma 3 altes Life ist, glaube ich, ne, Charlie? Ja. Da kann man geblitzt werden. Und Charlie ist da mal kurz mit dem Helikopter durchgeflogen. Und der Blitzer hat ausgelöst. Ja. Doch irgendwo ein Blitzer in der Fußgängerzone. Wenn du schneller als 10 km/h bist, wirst du geblitzt. Ja. Ja, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Kommt ihr aus Siegburg oder was? Hä? In Siegburg ist genau das gleiche. Dann ist das genau der, den wir meinen. Ja, genau. Ich herkomme, das ist schon ein Skandalbischof. Wusste ich's doch. Was für ein Skandalding? Skandalbischof. Shadow? Ja. Du hast keinen Hänger hinten dran. Wie hieß denn der Skandalbischof nochmal? Ich komme auf seinen Namen gerade nicht. Ich. Thebats von Elst, oder? Ich bin ja Thebats von Elst. Ich bin. Wer macht Inzest? Thebats von Elst. Ach, Thebats von. Ja. Na gut, er macht bestimmt kein Inzest, aber das ist der Skandalbischof, okay. Alter, wieso ist denn mein Trecker so langsam, ey? Ich hab doch den Pickup hochgemacht. Shadow? Ja. Du hattest den genau hinter dir quasi stehen lassen. Wo fährst du jetzt dahin? Ich glaube, Shadow ist heute ein bisschen verwirrt, ey. Ja, ich sehe nur, wie er unten auf der 19 jetzt gewendet hat und glaube, wieder zurückfährt. Ja. Aber eigentlich kann hier Fail schon anfangen. Was, ich soll jetzt in das Feld reinfahren? Musst du ja. Eigentlich kann Fail schon mal mit dem Grummern anfangen hier, ne? Auf Feld 20. Oder nicht? Ich bin schon mit dem Grober dran auf Feld 20. Ach so. Ach, jetzt sehe ich auch. User joined your channel. Hallo, Kater. Jo, ich war gerade ein bisschen beschäftigt, ich habe ein bisschen gespielt. Ja, habe ich schon gesehen. Moin. Stranded Deep, ne? Ja, hast du schon mitbekommen, alles ja. Neu wieder. Ja, habe ich gesehen. Neue Safe Game machen. Herr Kater, ich brauche deine Hilfe. Ja. Kater, was ist besser? Forest oder Stranded Deep? Forest. Gut. Ja, bei Forest kann man mehr machen, das ist unterhaltsamer. Ja. Wenn der Deep, ich meine, wenn du genug gefunden hast und so, da wird's langweilig. Ja, ich habe, wobei bei mir wurde es jetzt nicht langweilig. Ich bin ja schon weg. Bei mir wurde es nicht langweilig, ich weiß, was mir passiert ist bei Stranded Deep. Nö. Na gut, wir sehen jetzt in der Aufnahme, die anderen haben jetzt schon zweimal gehört, aber ich erzähl's dir nochmal. Pass auf, ich habe alle Teile für den Motor gefunden. Ja. Und hab gedacht so, ja geil, baue ich mal schön Motor fertig und so und kann mit dem Boot durch die Gegend fahren. Ne? Wunderbar, ne? Ich hoffe nicht, dass so dasselbe ist passiert wie mir. Ja, pass auf. Also. Erzähl mal. Ich dann halt losgefahren, ne? Hab mir schöne Markierungen gemacht. Ich habe hier so, ich halte das mal kurz in die Webcam für die Zuschauer. Ich habe hier für Stranded Deep mir so eine Karte angelegt, wo ich immer genau aufgeschrieben habe, welche Koordinaten ich wie lange gebraucht habe. Also ich habe so einen Kompass gefunden. Habe ich mir mal aufgeschrieben, ne? Wie lange ich jetzt zum Beispiel 230 Grad bin ich 50 Sekunden gefahren, ne? Ja. So.
Dann habe ich eine, bin ich zu einer Insel und ich habe halt gelesen in den Patch Notes, dass der Motor neuerdings auch Benzin braucht. Ne? Also habe ich so eine Jerrycan, die hatte ich mal, die hatte ich mit dabei. Habe ich gedacht am Anfang, bevor ich losgefahren bin von meiner Hauptinsel, ja, packst du, guck mal, ob du was reinpacken kannst. Ging nicht. So, ne? Ich dachte, okay. Bin ich losgefahren zu der anderen Insel rüber, habe ich alles eingesammelt, was ich brauchte, wollte zurückfahren mit dem Motorboot, zack, kein Benzin mehr drin. Und ich so, oh nee, ey. Und ich bin mit dem Motorboot 50 Sekunden gefahren und ich habe kein Paddel dabei. Und jetzt hängt das Safe-Game da an. Ja. Ja, das war echt ein bisschen doof. Ich habe eine andere Scheiße gebaut. Ich habe mal den Motor an das Floß dran gezimmert. Ja. Das sah aber scheiße aus, weil das war so seitlich dran irgendwie. Also ich wollte es in längs haben mit der Holzstämme. Ja. Dann habe ich mit der Axt drauf umgehauen, dann war das Floß weg, habe ich das Floß zerstört. Dann lag der Motor dort. Nein. Damit konntest du nichts mehr anfangen. Der Motor lag komplett dort. Mhm. Den konntest du nicht aufheben, den konntest du nicht zerlegen, den konntest du nicht an ein anderes Floß dran bauen. Scheiße. Du denkst, ich habe nochmal einen Vergaser gefunden? Nee. Diesen Carburetor. Da habe ich jetzt schon zwei. Ja. Ich gehäckseln. Benzinkanister hatte ich tonweise im letzten Game. Ja, ich weiß nicht, wie ich muss mal gucken, Excel? Wie man tanken kann. Ja. Hast du nicht noch einen Hänger dafür? Ich doch. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Ja. Jetzt muss ich halt, jetzt schwimme ich halt zurück zu meiner anderen Hauptinsel. Ich bin übrigens mit dem Motorboot, habe ich 50 Sekunden gebraucht, um dahin zu fahren. Das heißt, wenn ich zurück schwimme, brauche ich mindestens, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten bestimmt. Schau es dir bei Kronk an, der hat's gemacht. Ja, hat er? Ja, Kronk kann alles. Kronk ist der Gott. Kronk ist der Größte. Bitte, wir nennen ihn nur Mr. G hier, ne? Ich höre mal bloß Kronk, Kronk, Kronk. Ich habe noch nie ein einziges Video von dem gesehen. Echt? Ja. Ich kann kein Englisch. Marvin hat heute nichts mit dem Hänger. Kronk ist der Deutscher. Zu klein. Der Schredder, der Deutscher. Drescher zu klein. Bist du hoch? Ja, ich erwische die Hitbox nicht. Ich schau mal nach einem kleineren. Aber du kannst auch meine Videos einfach gucken. Müsste ich kaufen. Mach ich doch auch bloß. Aber es gibt nicht genug Videos. Ich gucke den ganzen Tag bloß Videos. Das ist es ja. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Na, wie viel haben wir denn auf dem Konto? Ich weiß nicht, inwiefern das sinnvoll. Ja, aber dann Kader, ja. guck dir Gronkh ruhig mal an. Das ist schon ganz okay. 915. Der ist ein bisschen älter als ich. Macht gute Videos. Ne? 200. Ja, immerhin. Was hältst du denn von erstmal wenigstens einem größeren zweiten Dings? Erntemaschine. Was wir sagen, ja gut, Erntemaschine schon mal, und wenn dann das Geld da ist, dann auch mal vorne das den Ernter machen. Was, welchen Ernter? Vorne den Ernter? Ach, hier, Mann, ich hab das Spiel länger nicht mehr gespielt. Meinst du, mir? Gott, nee, hat lange nicht. Von welchen Ernter spricht er denn? In Ordnung, ich habe ewig nicht gespielt. Ich spreche von einem Drescher? Drescher, genau. Und das vorne dran, das ist ein Mähwerk. Genau. Also, dass der erstmal das Mähwerk an einen anderen Drescher dran macht, damit fährt. Das geht nicht. Doch. Doch. Okay. Dann kann man nämlich sagen, ja gut, du kannst wenigstens schon mal in die größeren Hänger reinkippen. Nein, ich meine einen kleineren Hänger für den kleinen Mähdrescher. Ja, einen größeren Mähdrescher für den großen Hänger.